Fasching. Hör zu. Also, neben dem Palast stand ein Haus. In dem lebte eine zerbrechliche arme Frau. Ganz allein. Sie war eine ganz alte Frau und klein. Habe ich recht? Nein, Maggie. Nicht? Sie war noch sehr jung. Und eines Tages blieb die Prinzessin in einem kleinen Haus stehen und sagte zu der kleinen Frau, lass mich doch mal sehen, was du da hast. Und die kleine Frau hat ein sehr geheimes Fach geöffnet und der Prinzessin einen Schatten gezeigt. Einen Schatten? Es war der Schatten von jemandem, der schon vor vielen Jahren vorbeigekommen war. Und darüber wachst du jeden Tag? Fragte die Prinzessin. Ja, sagte die kleine Frau. Weil nie jemand vorbeigegangen ist, der so nett und so freundlich war wie dieser Herr hier. Und was hat die Prinzessin gesagt? Ihr wurde klar, dass sie trotz all ihrem Gold und ihrem Silber, all ihren Diamanten und Rubinen gar nichts hatte, was für sie so wertvoll war wie der Schatten für die Frau. Das ist das Ende der Geschichte, Maggie. Talking shit about a pretty sunset, blanketing opinions that I'll probably regret soon. Changed my mind so much I can't even trust it. My mind changed me so much I can't even trust myself.